kein April-Scherz, es ist der 1. April und die Saison geht wieder los. Es geht das los, was mal die endlich wieder offen Wochen hieß. Also, auf geht's, auf zur Eröffnung. Zum 43. Mal eröffnen wir jetzt die Sommersaison. Wenn Sie angereist sind, haben Sie vielleicht gesehen, wir haben nicht geschlafen in diesem Winter, es ist viel passiert. Die Baustelle ist voll in Betrieb für den Wasserpark. Die Hotelbaugrube ist ausgehoben und es geht kräftig dagegen. Am Haupteingang links, das neue Projekt, seit gestern ist der Name bekannt. Wer kennt ihn? Da sind Profis dabei, Voletario. Prima. Also, es passiert sehr viel Neues auch im Park, Sie werden sehen. Es erwartet uns eine aufregende Saison. Ich möchte an der Stelle Ihnen mal recht herzlich danken für die Treue. Für die Treue zum Unternehmen, zum Familienunternehmen Markt, denn nur durch Ihre Treue ist es möglich, vieles hier im Europapark zu realisieren. Vielen, vielen Dank und man sieht ja heute Morgen schon aus allen Ländern angereist. Wer ist denn in der letzten Jahrtausendwende schon da gewesen, in den 90er Jahren? Soll ich das überprüfen, da sehen wir, welche Auswärtige 15 sind. Wer war in den 80er Jahren schon da? Ja, und dann haben wir aber einen Gast, der versteckt sich, oder beziehungsweise zwei aus Hannover. Das ist einmal der Bürgermeister, Herr Klare. Wo ist er, wenn er noch auf die Bühne kommen würde? Hier, jawohl. Unser Freund aus Hannover, er ist der Einzige, der 50 zu meiner Eröffnung dabei war. Ein Freund meines Vaters, der Familie. Und Marc Günther, 88 Jahre alt. Super. Aus Hannover. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Er lässt sich nicht nehmen. Herr Klare. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Europaparks, ich darf Sie auch im Namen der Gemeinde Rutschwiller sehr herzlich zur Saisoneröffnung hier begrüßen. Und ich kann Ihnen versprechen, auf Sie warten wieder große Highlights. Die Familie und das ganze Unternehmen haben wieder eine unglaubliche Leistung für Sie vorbereitet. Sie sind hier die Treuesten der Treuen. Sie sind schon wieder bei der Eröffnung mit dabei. Und wir wünschen Ihnen allen eine wunderbare Zeit, eine tolle Zeit hier im Europapark. Viel Spaß, ich habe zu lange geredet. Nein.
Sekunden länger auf. Ich verspreche es Ihnen, 10 Sekunden, 26 kommen dazu, jetzt zählen wir noch 110, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Der Europapark ist eröffnet! Vielen Dank, Herr Klaas! Ja, der Herr Mack hat ja in seiner Ansprache gerade schon ein paar Andeutungen gemacht, aber jetzt möchte ich ihn doch bitten, etwas konkreter zu werden. Herr Mack, auf was dürfen sich die Besucher 2017 im Europapark denn freuen? Ja, ist eigentlich wie jedes Jahr in den vergangenen 41 Jahren nunmehr, dass der Europapark seine Besucher immer wieder aufs Neue überrascht, immer wieder neue Angebote an den Markt gibt. Und gerade in diesem Jahr, wo wir nicht mal einen runden Geburtstag haben, kommen wir mit der größten Einzelinvestition in der Geschichte des Europaparks, nämlich im Haupteingangsbereich, was letztlich auch zu einer besseren Verteilung der Gäste im Park führen wird, weil wir dort eine Top-Attraktion mit dem Flying Theater bauen. Wie schon gesagt, die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Parks. Aber darüber hinaus haben wir noch vieles weitere geschaffen mit Secrets of Gravity, einen neuen Film im Traumzeitdom am Start, vor allem auch für kleine Kinder eine sehr attraktive Ergänzung. Wir haben eine neue VR-Sequenz für die Animation im Alpenexpress, Costiality. Und wir haben von Magmedia die neuen Mobile Games von iOS und Android Sky Explorers, die im Laufe der Saison 17 dem Kunden zur Verfügung stehen. Da werden sich die jungen Gäste ganz besonders drauf freuen. Und dass Magmedia mittlerweile auch ins Kinogeschäft eingestiegen ist, ist auch was ganz Neues in der Geschichte des 235-jährigen Familienunternehmens, nämlich als Mitproduzent des Filmes Happy Family, den man ja schon in Kurzform bei uns sehen konnte, erscheint in den Kinos Mitte des Jahres bundesweit. Und immer noch hochaktuell natürlich ist die Europapark-Arena, wo wir eine Location gebaut haben, die ihresgleichen sucht. Eine Arrondierung des Confortainment Centers, wo wir Großveranstaltungen wie jetzt die Premiere von Digibobo oder auch große Messen veranstalten können. Ich glaube, eine Infrastruktur dieser Art hat kein anderer Park in Europa, wie es jetzt im Europapark geboten wird. Noch ein paar andere Angebote möchte ich zum Abschluss erwähnen. Es ist die Ausstellung Monaco in der Mercedes-Benz Hall. Auch hier freue ich mich, dass die Kooperation mit Daimler weiterhin besteht. Neue Szenen in der Geisterbahn, die Käthe Kruse-Ausstellung, eine der schönsten Puppenausstellungen überhaupt, ist nunmehr im Märchenwald zu bewundern. Also Sie sehen, neben tollen, neu gestalteten Restauranträumen, einer wunderbaren Parkanlage und einer deutlich verbesserten Infrastruktur hat sich enorm viel getan. Ich möchte dabei vielleicht nur noch das Logistikcenter erwähnen, was dem Kunden so primär nicht ins Auge fällt, aber was er vielleicht spürt, indem frische Ware noch schneller, noch kompetenter eben auch in den Park kommt. Gut, Sie haben das Voletarium ja schon angesprochen. Das ist die Großattraktion 2017, die im Sommer eröffnet werden soll. Was erleben die Parkbesucher denn hier in diesem Flying Theater? Ja, zum einen muss ich einfach mal meine Emotion loswerden, dass es uns gelungen ist, im Haupteingangsbereich in der Nähe des alten Schlosses eine solche Weltattraktion, so eine Top-Attraktion zu realisieren, nämlich die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Europaparks. Das macht mich schon ein Stück weit stolz und da ist uns ein absoluter Coup gelungen. Ich komme gerade aus dieser neuen Attraktion, habe die ersten Bilder, die ersten Projektionen selbst wahrnehmen können. Es ist im Grunde genommen Emotion pur, und wenn man jetzt noch in den Gondeln das Fluggefühl erleben darf, dann ist das natürlich schon ein Gefühl, dass uns etwas gelungen ist, was sicherlich Millionen von Gästen ansprechen wird. Es ist eine echte Familienattraktion geworden, nicht nur durch die Vorschaubereiche, nicht nur durch die Geschichte, die dahinter liegt, sondern eben, dass in zwei Theatersälen 140 Passagiere gleichzeitig fliegen können. Und wir somit in der Lage sind, über 15.000 Gästen an diesem Standort, nämlich wo früher überhaupt keine Attraktion war, in der Nähe des Haupteingangs eine solche, ich muss schon sagen, Weltattraktion zu bieten. Ich habe gestern mit Fachleuten aus China und Österreich Gespräche geführt, die derart begeistert sind von dem, was wir da
realisieren auf einer 400 Quadratmeter großen Leinwand, die 21 Meter Durchmesser hat, die letztlich gestochen scharfe Bilder liefert, und eine Hightech-Anlage ist dort installiert, wo wir die Gäste im Sechsachs-Simulator bewegen können, sodass sie in der Tat ein Flugerlebnis aus der Kanzel eines Helikopters erleben können. Die Filme sind nahezu abgeschlossen. Wir haben großartige Landschaften, Städte überflogen in Europa. Also ich bin richtig stolz auf diese neue Attraktion, die mit Sicherheit jede Achterbahn schlägt. Oha, ja, Helikopter bin ich schon geflogen. Mal sehen, vielleicht probiere ich diese neue Attraktion, wenn sie dann fertig ist, auch selber mal aus. Kommen wir zu dem Film Happy Family, den Magmedia im August in die Kinos bringen wird. Wie bewerten Sie diesen neuen Meilenstein, den der Europapark und Magmedia hier gehen? Ja, ich finde es großartig, auch an der Schnittstelle zur nächsten Generation, dass es dem Unternehmen Mack, was ja im Grunde genommen ein klassischer Anlagenbauer ist, der Fahrattraktionen herstellt, der Achterbahnen baut, der aber auch eine große, lange Geschichte in der Belieferung von Zirkussen und Schaustellermobilen Attraktionen hat, gelungen ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und das zeigt mir, dass ein neues Zeitalter sich auftut, dass meine Söhne wirklich Fuß gefasst haben und Michael mit der Realisierung seines Wunsches, eben auch im Filmgeschäft aktiv zu werden, eine unglaubliche Bereicherung darstellt für den Europapark. Nicht nur, dass wir mit dem VR-Coaster im Grunde genommen über dieses Startup-Unternehmen Magmedia einen Weltmarkt erobert haben. In USA, in China, in ganz Europa findet man nunmehr diese Anlagen. Über 60 Länder sind bereits beliefert mit diesen Filminhalten, sodass dies natürlich eine Diversifizierung ist, die ja im Grunde genommen so ein bisschen das aufgreift, was letztlich auch Disney ausgemacht hat und den Erfolg ausmacht, dass er aus dem Filmgeschäft sich dem Parkgeschäft nähert, wir uns aus der Fahrattraktion dem Parkgeschäft genähert haben und dass wir heute eben auch diese Ergänzung bei uns finden. Und ich habe immer schon gesagt, seit vielen Jahren, das Tollste wäre gewesen, wenn mein Vater und Walt Disney sich kennengelernt hätten und von Anfang an gemeinsam einen Park gebaut hätten, hätten jeder den Nutzen des anderen gehabt, nämlich Disney den Nutzen des Herstellers Mack, der heute im Übrigen auch für Disney weltweit produziert, und der Europapark und die Mack-Unternehmung von den Filminhalten von Disney profitieren hätte können. Und dass wir nunmehr aus einer anderen Richtung, eben über Startup-Unternehmen und über Michael, diesen Weg finden, das macht mich stolz. Das zeigt mir, dass die Söhne Fuß fassen und das Unternehmen auch in die neue Zukunft führen. Und der Erfolg gibt uns recht, und ich freue mich auf diese dreidimensionale Form und über diese optischen Möglichkeiten, die wir jetzt mit diesem neuen Geschäft haben. Eine riesen Herausforderung für die Zukunft, aber es öffnen sich Türen, die so ein anderes mittelständisches Unternehmen bisher nicht hat. Ja, hier im Film sehen wir gerade eine Tour mit dem EP-Express und wir nähern uns dem Europapark Hotel Resort, und da gibt es auch ein paar Neuigkeiten zu entdecken. Können Sie uns dazu etwas sagen? Ja, ich glaube, das zeichnet das Familienunternehmen Mack und Europapark aus, dass wir nicht stehen bleiben und dass wir auch Dinge, die ein Stück weit schon in die Jahre gekommen sind, immer wieder neu anpacken. Und so haben wir alle Betten rausgeschmissen im Andalusen, haben neue tolle Boxspringbetten eingebaut, die Zimmer saniert, die Zimmer überarbeitet. Ich habe gerade am Wochenende mir fast alle Zimmertypen angeschaut und war emotional berührt, in welchem Top-Zustand das Hotel Andalus ist. Und wer einen langen und aufregenden und spannenden Tag im Europapark hat, der soll auch gut schlafen bei uns, dass er wieder fit ist für den nächsten Tag. Und ich glaube, das schaffen wir im Hotel. Nicht nur, dass die Atmosphäre des Europaparks in die Hotels hineingeht, sondern dass wir auch den Gästen eine Wohlfühlatmosphäre bieten, ein Top-Erlebnishotel, wo sie auch nicht nur gerne übernachten, sondern wo sie sich auch in den Bars, in den Restaurants gerne aufhalten und den Tagesbesuch des Europaparks arrondieren, das Ganze eben ein echter Erlebnisaufenthalt wird. Ja, wenn wir jetzt mal ganz weggehen vom Park und seinen Attraktionen und seinen Shows, da gibt es ja noch die Events. Was darf der Besucher denn da 2017 erwarten? Ja, das ist ja eben das Vorurteil, was man hat, wenn man über den Europapark spricht, dass man im Grunde genommen bei der Achterbahn hängen bleibt, aber es ist ja viel, viel mehr. Es ist für jeden was dabei, und gerade die Events, die jahreszeitlich unterschiedlichen Angebote im Europapark, ist das, was dieses
Erlebnis hier bei uns in Rus so attraktiv macht. Und gestatten Sie mir, dass ich nur ein paar wenige dieser Events nenne, angefangen mit dem Clubformat Night Be the Angels, was wir anbieten, die Science Days, ein gesetztes Angebot für die Wissenschaft, für die jungen Menschen. Auch hier bietet der Europapark nicht nur mit den Science Days für Kids, sondern auch mit den großen Science Days für über 20.000 Gäste ein tolles Angebot. Und ich denke dabei an das USK-Treffen im Juni oder auch gastronomisch haben wir wieder einiges am Start mit dem African Food Festival. Der Sommernachtsparty, die möchte ich auch nicht vergessen. Es ist ein großartiger Event, wo wir bis Mitternacht den Park erleben können. Mit Tanz, mit Musik, mit Feuerwerk, mit tollen gastronomischen Angeboten. Also auch ein Event, den man unbedingt miterleben sollte. Dann Anfang August die große Show im Innenhof des Kolosseums, jeden Abend. Und dann läutet auch das Oktoberfest schon wieder den Goldenen Herbst ein. Auch das ist eine großartige Veranstaltung, da freue ich mich riesig drauf, weil sie zum ersten Mal in der neuen Europapark-Arena stattfinden wird. Noch mehr Gästen die Möglichkeit gibt, mitzufeiern. Und dann sind wir auch schon wieder am Sprung zum Winter. Die Dinnershow, die keiner mehr vermissen möchte, läuft von Erfolg zu Erfolg und ist in unserem Angebot von Mitte November bis weit in den späten Winter hinein. Mit Weltklasse-Artisten, einem Zwei-Sterne-Essen und einer Atmosphäre, wie sie, glaube ich, auch in Deutschland kein zweites mehr mal zu finden ist. Ja, da sind wir ja gerade vom Anfang der Saison direkt ans Ende gesprungen. Machen wir mal kurz Halt ein Stück vor dem Ende der Saison, Halloween. Wie sehen die Planungen für dieses Jahr da aus? Auch das zeichnet den Europapark aus, dass wenn er mal erfolgreich ist, und es waren die erfolgreichsten Halloween-Veranstaltungen überhaupt im letzten Jahr, dass wir auch da schon wieder unsere Designer dran setzen und nicht nur einen neuen Namen für diese Halloween-Zeit bringen mit Traumatica, ein neues Angebot auch gleichzeitig an den Markt bringen. Wir werden alle Häuser überarbeiten, es werden alle Häuser neu aufgebaut. Und nach dem 10-jährigen Jubiläum im letzten Jahr gibt es noch mehr Gruselspaß, noch mehr Party und eine echt neue Show. Also bleiben Sie gespannt, was hier der Europapark, die Designer und gerade auch mein Sohn Michael an den Markt bringen. Ich glaube, das ist wieder kennzeichnend für die Qualität und für die Innovationsfähigkeit des Europaparks, dass er trotz Erfolg Dinge verändert, Neues ausprobiert und damit die Gäste erneut fasziniert. Ja, dann machen wir doch gerade mal den Sprung in den Winter. Was können die Besucher denn da erwarten? Sie spüren bei einem Betreiber des Parks, dass er im Grunde genommen immer von Emotionen lebt. Und wenn die mal nicht mehr ist, dann ist letztlich auch der Erfolg des Europaparks nicht mehr das, was man von ihm erwartet. Auch da komme ich ins Schwärmen. Nicht nur, weil es uns die Möglichkeit gibt, bei Nacht, bei Millionen von Lichtern den Park zu präsentieren, sondern weil uns ein Format gelungen ist, an dessen Erfolg außer mir eigentlich niemand geglaubt hat. Und heute ist es nicht nur die emotionalste Zeit im Jahr des Europaparks, im Angebot des Europaparks, sondern es ist auch mittlerweile eine betriebswirtschaftlich sehr erfolgreiche Zeit, weil wir Familien, ältere Familien, Opa, Oma mit ihren Enkelkindern ansprechen, hier im Europapark, auf dem Christkindlmarkt, auf der Eislaufbahn, im Magic-Eis-Gebäude. Ein tolles Erlebnis für die Familie mitzunehmen. Wir versuchen gerade diese Winterzeit durch Attraktionen zu unterstützen, die dem Thema sehr nahe kommen. Und das ist uns, glaube ich, auch durch die Dekoration mit über 2.500 Christbäumen, die alle beleuchtet sind, mit künstlichem Schnee, mit einer Atmosphäre, die unvergleichbar ist, zu generieren. Und unsere Besucher geben uns recht. Die Entwicklung der Winteröffnung gibt uns recht. Nicht nur die Belegung in den Hotels ist hervorragend, sondern wir haben ein Erlebniswelt geschaffen, auf die eigentlich unsere Gäste nur gewartet haben. Und das freut mich ganz besonders. Und Sie spüren an meiner Aussage, ich selbst bin begeistert von diesem Angebot. Denke dabei an diese wunderschöne Winterparade, die in diesem neuen Jahr auch wieder neu inszeniert wird. Von der Show auf dem See, die letztlich in Schwärmen führt und den tollen gastronomischen Angeboten, die wir auch in dieser Zeit spüren. Es ist dieser Wechsel aus warm und kalt in diese kuscheligen, tollen Restaurants hineinzusetzen, einzutauchen, die Atmosphäre. Also freuen Sie sich auf die Winteröffnung, auf die Zeit ab Ende November bis Mitte Januar. Es ist wirklich ein zweiter Besuch wert. Jetzt hat der Europapark heute ja gerade erst wieder geöffnet.
Aber es ist ja nicht so, dass in der Zeit zwischen dem Schluss, also dem Ende der Wintersaison und dem Anfang der nächsten Hauptsaison gar nichts wäre. Was können Sie uns denn darüber erzählen? Ja, ich glaube, da muss man auch mit einem Vorurteil aufhören, denn jeder glaubt, wenn der Park zu Ende geht, nunmehr ja erst nach dem Winter, dass dann der Europapark wirklich in den Winterschlaf versinkt, und dem ist eigentlich nicht so. Wir haben gerade in der Zeit, in der Betriebsruhe des eigentlichen Europaparks, tolle Angebote am Start, nicht nur von großartigen Events, von Küchenpartys, die sehr erfolgreich sind, von gut besuchten Hotels mit den ganzen Wellnessangeboten, mit dem Fitnesscenter, ich denke dabei an Freundinnen-Special, an viele bunte Angebote, an Weinreisen, an Dinnershows und eben an Begegnungen für Geburtstage, für Familienfeste, Firmenveranstaltungen, wo der Park mal in etwas größerer Ruhe, möchte ich sagen, ein tolles Angebot mit seiner hervorragenden Dienstleistung bereithält, mit seiner großartigen Atmosphäre in den Restaurants, die Leute einfach begeistert und wie man sie so in ihrer Kompaktheit kein zweites Mal im Umfeld des Europaparks kennt. Und insofern ist es mittlerweile nicht eine Betriebsruhe, wie man sie sich als Europaparkkunde vorstellt, sondern eine sehr attraktive Zeit in der Phase, wo eben die Achterbahn gewartet wird und vieles wieder vorbereitet wird. Aber auch da lohnt es sich mal reinzuschauen. Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Erfolge des Europaparks gehört. Und wenn Sie das zusammenfassen müssten, gibt es sowas wie ein Erfolgsrezept des Europapark? Ich sage jetzt mal, das Erfolgsrezept für mich ist in erster Linie, dass wir ein Familienunternehmen sind. Hinter diesem Unternehmen steht eine Familie, hinter diesem Unternehmen spürt man eine Philosophie. Das Unternehmen hat ein Gesicht. Es ist keine anonyme Aktiengesellschaft, die in erster Linie auf den Profit achtet, sondern eine Unternehmung, die letztlich den Kunden ein großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis bieten will, weil wir den Gästen auch täglich begegnen. Wir schauen den Kunden in die Augen und können und wollen auch, dass man dieses faire Angebot spürt. Und ich glaube, diese Unruhe, diese Emotion, die man in einem Familienunternehmen spürt, ist gerade für die Branche prickelnd. Das ist immer was Neues geboten. Wir stehen nicht still. Wir versuchen, das Unternehmen weiterzuentwickeln, nicht um immer mehr Gäste zu haben, sondern um die treuen Besucher, immerhin über 80%, immer wieder aufs Neue zu überraschen, mit hoher Qualität, mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und vor allem mit Innovationen, mit Dingen, die man so noch nicht gesehen hat. Und da ist der Europapark Marktführer, nicht nur was Top-Angebote im Angebot von Fahrattraktionen angeht, sondern auch bei gastronomischen Events, bei Veranstaltungen. Ich glaube, da müssen wir uns weltweit im Vergleich nicht verstecken, und das wird uns auch immer wieder durch die Preise, die wir erhalten, bestätigt. Also ich glaube, mehr Argumente wie ein 235-jähriges Familienunternehmen, was ich immer wieder neu erfinden musste, mit hoher Qualität und Innovationsfähigkeit kann man nicht liefern, was den Erfolg des Europaparks ausmacht. Gut, dann zum Abschluss noch eine Frage, die mich ganz persönlich interessiert und meinen Kollegen Melville Gannett von Summertime Park sicherlich genauso. Wie ist denn der Stand der Dinge beim Wassererlebnisresort? Ja, der Stand der Dinge ist, dass wir durchstarten, und das ist, glaube ich, auch einmalig und zeigt das Vertrauen auch der Region zu diesem Unternehmen. Ohne einen Widerspruch, ohne eine Klage, dieses großartige Projekt umsetzen können. Wir haben viel dafür getan. Wir haben die Bevölkerung auf den Prozess mitgenommen durch Bürgerversammlungen, durch keinerlei Geheimnisse, indem wir ganz offen kommuniziert haben, was wird hier entstehen. Und jetzt sind wir am Bauen. Jetzt gilt es, die Budgets einzuhalten, die Zeiten einzuhalten. Wir haben mit dem Hotel Bau bereits gestartet. Auch da wieder eine tolle Geschichte hinter dem Hotel, im Hotel. Und ich hoffe, dass wir in wenigen Wochen auch nunmehr den Spatenstich für den Wasserpark bringen. Wir kommen in eine Phase, wo wir eine hohe Auslastung im Baugewerbe vorfinden in Deutschland. Das macht es uns nicht gerade einfacher, aber auch diese Schwierigkeiten werden wir überwinden. Wir haben bereits die gesamte Infrastruktur, Wasserversorgung, Entsorgung, Straßenbaumaßnahmen, Unterführungen, Parkplätze
und Ringstraßen gebaut. Energieversorgung liegt auf dem Gelände. Also wir sind bestens gerüstet, auch für den Startschuss des Wasserparks. Und es ist immerhin eine der größten Herausforderungen, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern logistischer Art, neben dem Betreiben des Europaparks eben dieses zweite Resort aufzuziehen. Ich glaube, es gibt keinen Mittelständler in der Region und vielleicht auch in Baden-Württemberg und im benachbarten Elsass und der Schweiz, der augenblicklich so viel investiert wie die Familie Mack in diesen Wasserpark. Es soll eine Erweiterung der Kurzreiseerlebnisse darstellen. Es soll das Angebot des Europaparks arrondieren, aber eben ihm auch die Möglichkeit geben, in der Zeit im Winter ein Angebot hier zu haben, nachdem die Hotelinfrastruktur ja steht. Wir sind gespannt auf alles, was kommt. Wir sind voller Emotion und voller Tatenkraft und haben die Teams zusammen. Und ich sage jetzt ganz einfach dem Europapark Wasserpark Resort ein Glück auf. Und ich hoffe, dass wir das alles so einlösen, wie wir es den Kunden versprochen haben. Ja, danke an Roland Mack. Wenden wir uns an dieser Stelle gerade nochmal der großen Hauptattraktion 2017 zu, dem Voletarium. Ja, das hier sind Aufnahmen von außerhalb des Parks, die am Vorabend der Eröffnung entstanden sind, und man sieht schon sehr deutlich, diese neue Attraktion prägt das Erscheinungsbild des Europa-Park. Wenn die Attraktion einmal fertig ist, das ist angekündigt für den Juni, dann werden das die neuen Außenmauern sein. Und nach dem, was ich im Preview Center gesehen habe, passt es nicht nur zum deutschen Themenbereich, sondern es passt sich auch gut in Rust ein. Ein Großteil der Dächer ist schon gedeckt, es fehlt halt noch die Fassade und sonst so manches. Und außerdem die eigentliche Außenmauer, denn was man hier sieht, das ist nur ein Provisorium. Aber man kann auch schon ein bisschen was sehen, und dazu kehren wir in die Gegenwart zurück. Denn der Ausgang des Voletariums, der ist schon festgelegt. Wer sich im Europapark ein bisschen auskennt, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass an dieser Stelle im deutschen Themenbereich die Fassade des Gebäudes eigentlich geschlossen war und davor stand ein Brunnen mit einer Plastik. Der Brunnen wurde entfernt, die Plastik hinter das Gebäude Volo da Vinci versetzt und hier wurde ein Eingang bzw. besser gesagt ein Ausgang geschaffen. Wenn das Voletarium mal in Betrieb ist, dann werden die Besucher vermutlich hier durch den Souvenirladen nach draußen geschleust. In dem Laden bekommt man jetzt schon Souvenirs zum neuen Voletarium. Also, wenn man ganz schnell dran sein möchte, dann kann man sich hier schon eindecken. Und das da hinten, das werden wohl die zukünftigen Ausgangstüren des Voletariums. Aber mehr gibt's dann, wenn das Voletarium eröffnet wurde. Gehen wir zu den Neuerungen an den Attraktionen, die es jetzt schon zu sehen gibt. Die Geisterbahn hatte Herr Mack ja auch schon angesprochen. Hier wurde der Dachboden erneuert. Der Anfang ist noch so, wie man ihn kennt, aber dann wird es neu. Einige Szenen wurden aufgehübscht, andere wurden komplett neu gestaltet. In dieser Aufnahme sieht man es leider nicht so deutlich, aber die Figur, die einstmals in Baron Williams Mystery Hall geköpft wurde, die findet sich jetzt hier wieder. Baron Williams Mystery Hall habe ich in der letzten Folge vorgestellt. Wie man hier sieht, sind die Szenen sehr detailreich, aber nichtsdestotrotz etwas aufgeräumter als der Dachboden vorher war. Und um nochmal auf die Käthe-Kruse-Ausstellung zurückzukommen, die der Herr Mack auch angesprochen hat, die befand sich hier ursprünglich dort, wo sich jetzt das Preview Center im deutschen Themenbereich befindet. Die ist nun umgezogen in den Märchenwald, und zwar dort, wo vorher die Ausstellung war. Das war der Raum mit den lebenden Bildern und dem Zauberspiegel, der berlinerisch gesprochen hat. Und in dem Raum ganz hinten, da gab es das Märchen der Froschkönig. Nur der Froschkönig musste umziehen innerhalb des Märchenwalds, der befindet sich jetzt bei Frau Holle. Was aus den Ausstellungsstücken wurde, weiß ich nicht. Die habe ich bisher noch nirgends wiedergefunden. Aber so wie ich den Europapark kenne, wurde hier nichts weggeschmissen, sondern wir finden sie irgendwann irgendwo wieder. Und dann eine weitere Anmerkung zum Alpenexpress Coastiality. Hier hat sich nämlich nicht nur der Film geändert, sondern auch das Verfahren. Ursprünglich gab es nämlich für die, die den Alpenexpress mit Virtual Reality erleben wollten, einen separaten Eingang am eigentlichen Ausgang. Dieser Eingang wurde nun auf die andere Seite zum Haupteingang der Attraktion verlegt.
Und nicht nur das, ursprünglich saßen die Virtual Reality Fahrer in den ersten Waggons des Zuges, nunmehr sitzen sie in den letzten. Die Änderungen dienen dem reibungsloseren Ablauf beim Ein- und Aussteigen. Sämtliche Shows wurden zur Saison 2017 neu gestaltet. Ich bitte um Verständnis, dass ich an dieser Stelle nicht auf jede einzelne Show direkt eingehen kann. Diese werden jedoch Bestandteil ihrer eigenen Artikel auf dem Blog der Expedition R sein. Doch hier eine kurze Übersicht über die Shows der Saison 2017. Sofern diese nicht mit dem Start der Hauptsaison angefangen haben, sind auch die jeweiligen Anfangsdaten angegeben. Auf eine Show muss ich an dieser Stelle aber doch noch schnell eingehen, und zwar die im Teatro dell'Arte. Sonata delle Carte heißt die Varieté-Show dieses Jahr. In dieser Show erleben wir die Rückkehr eines Künstlers in den Europapark, der schon lange nicht mehr hier war. Steve Alecki, das ist er hier. Ja gut, mittlerweile sieht er etwas älter aus, das hier ist eine Archivaufnahme aus dem Jahr 2008. Und falls sich jetzt einer fragt, nanu, wer ist das denn? Das ist Steve Alecki, er ist ein Comedy-Jongleur. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann geht doch ins Teatro dell'Arte und lernt ihn kennen. Und wenn ihr ihn trefft, dann bestellt ihm von mir ein Hi. Und immer wieder trifft man auf wunderschön neu gestaltete Gebäude. Diese sollen wohl auch ein Teil des Storytellings sein, das der Europapark langsam einführen möchte. Und damit niemand genervt sein muss von meinen blöden Kommentaren, gibt's jetzt ein paar Impressionen von einer Fahrt mit der Monorail am Eröffnungstag. Und das ganz ohne meinen Kommentar.
Ja, aber so geht auch mal wieder ein erster Tag im Europapark zu Ende. Als Besucher nimmt man eine Menge Eindrücke mit und selbst die Enten diskutieren über den erfolgreichen Start der Hauptsaison. Ja, aber bevor wir von Disney wegen sprechender Enten verklagt werden, lassen wir diese Episode lieber langsam ausklingen. Und das tun wir mit ein paar wunderschön melancholischen Bildern vom Ende des Tages. In diesem Sinne also bleibt mir weiter nichts zu tun, als zu sagen, bis zum nächsten Mal.